Hörtext zum Thema Spekulation mit Nahrungsmitteln oder Spekulation auf Nahrungsmitteln. Bitte beachten Sie auch die Quelle, die wir Ihnen im Folgenden angeben. Die Kapitalmärkte machten in den letzten 20 Jahren die größten Entwicklungssprünge in ihrer Geschichte. Viele Börsen büßten einerseits an Bedeutung ein, andererseits fusionierten an den Börsen von New York, London und Frankfurt die Betreiber weiter zu einer kleinen Anzahl von Global Playern, die den Markt unter sich aufteilten und beherrschten. Die einflussreiche Hochfinanz der Privaten, die ausschließlich dem Profitstreben unterliegt, schadet mehr und mehr dem Nutzen und dem Wohl für die Allgemeinheit. Die Börse wird von jenen als Casino betrachtet, das wenigen Reichen gigantische Gewinne beschert. Dirk Müller meint in seinem Artikel, dass es an der Zeit sei, diese Entwicklung mit Nachdruck anzuprangern und ihr einen Riegel vorzuschieben. Die Börse mit der Möglichkeit der Spekulation schafft schließlich ja keine Werte, sondern sie verteilt das Geld nur um. Jedem Gewinner steht ein Verlierer gegenüber. Doch nach dem US-Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz ist der Glaube, dass der freie Markt immer nur zur Effizienz führe, schlicht und einfach falsch. Dem kann Dirk Müller nur zustimmen. Die Interessen der großen Konzerne und Finanzinstitute decken sich nicht mit denen, für die sie gut wären, nämlich uns Menschen. Denn eine Marktmacht, die in den Händen einer kleinen, reichen Minderheit liegt, geht zu Lasten der Gesamtheit der Menschheit. Die Leidtragenden dieser Entwicklung sind nämlich die Ärmsten unter den Armen, die wegen der Spekulation auf Nahrungsmittel und Grundnahrungsmittel betroffen sind und für die selbst Grundnahrungsmittel zum unbezahlbaren Luxusgut werden. Wir, die mit Lebensmitteln in der ersten Welt überversorgten, ärgern uns und beschweren uns schon darüber, wenn die Lebensmittelpreise ansteigen. Die Spekulation mit Grundnahrungsmitteln trifft nicht uns. Wir blenden sie aus. Dass mit Lebensmitteln spekuliert wird, ist aber auch ein Skandal. Denn die ohnehin stattfindenden Preisschwankungen werden durch die riesigen Spekulationssummen weit übertrieben, sodass zum Beispiel einer Verdoppelung der Preise rasch eine Halbierung des Weizenpreises folgen kann. Diese nicht durch Klima oder Wetter verursachten Schwankungen sind das eigentliche Problem. Auf diese können sich nämlich die Landwirte und Verbraucher nicht einstellen. Diese ausgeuferte Spekulation füllt die virtuellen Getreidesäcke an den Börsen in New York oder Frankfurt oder anderswo. Die Menschen aber können sich kein Getreide mehr leisten. Sie geraten in Not und sie müssen hungern, sogar verhungern. Von einigen Banken wurden zwar derartige Anlageprodukte abgeschafft,
Aber wenn die größten Banken in ihren Studien immer noch behaupten, dass dies kein Problem sei, dann ist die Zeit reif dafür, dass die Politik dem ein Ende macht und die Ethik vor die Profitgier setzt. Liebe Studentin, lieber Student, wir werden dazu auf psyche.de Übungen speziell zur Vorbereitung auf die DSH-Prüfung bereitstellen. Interessant ist auch der Artikel von Robert Orjana, unserem Mitarbeiter, zum Thema Lebensmittelverschwendung bei uns. Wegwerfen von Lebensmitteln. Tschüss.